Hallo ihr Lieben, heute mache ich mal wieder ein Unpacking-Video. Ich habe nämlich die Loot-Chest zugeschickt bekommen. Ich habe ganz toll mit Glitzerklebeband meine Adresse zugeklebt. Und ich werde die jetzt mal aufmachen. Ich bin total gespannt, was da drin ist. So einen Karton öffnen ist eine Kunst für sich. Das dauert ein wenig und man kann dabei Unsinn erzählen, den niemand hören braucht. Ich muss da übrigens direkt reingucken. Ich habe letztens ein Video gesehen, wie jemand dann da so reingreift und oder rausholt, was da drin ist. Das kann ich nicht, dafür bin ich zu neugierig. Brause. Was bist du? Slay. Ist das aus, Bioshock? I don't know. Ich weiß es nicht. Schlachtet mich nicht. Man kann nicht alles spielen. Aber ich glaube ja, oder? Ich weiß, wer sich darüber freuen wird. Cute. Ich werde auch auf jeden Fall. Oh, das ist was von Guardians of the Galaxy. Auf jeden Fall nicht alles davon selber behalten. Mal gucken. Oh Gott, das ist süß. Das ist eine Kiste. Voll cute. Was? Oh, wie geil ist das denn? Das ist ja voll cool. Ein Kinogutschein. Wie geil. Sinister. Das ist ja voll cute. Die Box ist aber mega der Hammer. Da kann man voll geil Stifte rein tun. Voll schick. Ich liebe Guardians of the Galaxy. Da ist noch ein T-Shirt drin. Das ist, Wahnsinn. Im Moment trage ich ja auch tatsächlich mal T-Shirts. Habe ich ja früher eigentlich nie. Früher immer nur Kleidchen getragen. Es geht nicht aus. Und inzwischen habe ich mir angewöhnt. Entschuldigung. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist die einer Maus oder Fliege oder irgendwas, was eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Das ist geiler. Und es ist riesig. Nice. Ich bin viel zu nah, um das zu sehen. Street Judge. Guck mal, hier ist doch auch so ein Zettel drin. Da kann man doch nachgucken, ne? Steht das da nicht? Da steht das doch drauf. Oder? Ich hatte noch nie so eine Box. Und ach, guck mal. Das steht da. Da steht das raus, was ich noch nicht aufgepackt habe. Bioshock. Ich bin doch nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. Ich wusste immer, dass es von Bioshock ist, das T-Shirt. Oh geil, das ist zum Aufhängen. Aber woraus ist das? Völlig verrückt. Das ist ein Gryffindor-Emblem zum Aufhängen. Das ist aber auch so völlig geilem. Das ist keine Pappe oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Gryffindor. Voll toll. Auch wenn ich ja eigentlich jetzt Hufflepuff bin. Hat der Hut so beschlossen, ne? Ich habe ja den Test nochmal gemacht und dann war ich Hufflepuff. Gryffindor war ich übrigens noch nie, aber ich habe trotzdem die meisten Sachen, die an meinen Wänden hängen, von Gryffindor. Deswegen ist das mega süß. Und ich habe so ein aus Papier gebasteltes. Das sieht voll dumm aus. Gryffindor-Wappen. Ganz lange an meiner Tür hängen gehabt und das habe ich erst vor ein paar Tagen aufgemacht, als ich wo das Death aufhängen kann. Das ist mega cute. Und eine Comic-Leseprobe. Das ist nice. Ich habe schon sehr lange keine mehr gelesen. Auch nicht gekauft. Sonst passiert mir manchmal, dass ich Dinge kaufe und dann trotzdem nicht lese. Aber ich habe auch sehr lange keine Comics gekauft, weil ich kein Geld dafür hatte. Und das ist süß. Das kann ich endlich mal wieder lesen. Nice! Das war's. Boah, krass. Zwei T-Shirts, ey. Das ist richtig heavy. Und ich finde, das hier sieht mega schön aus. Das ist voll hübsch. Aber ich spiele das ja nicht.
So, ich zeige euch dann nochmal, was jetzt wirklich alles in dieser Box drin war, weil durch meine Aufregung sind ein paar Sachen natürlich zu kurz gekommen und ich war viel zu hibbelig und wollte direkt alles auspacken. Und ganz wichtig noch, wenn ihr auch eine Loot Chest bestellen wollt, könnt ihr mit dem Code Niki-10 ein bisschen was sparen. Dann bekommt ihr nämlich 10% auf eure Bestellung. Ich packe euch den Link und so weiter alles nochmal in die Infobox. So, alles ausgepackt und alles liegt um mich rum. Ich finde, dieses Bioshock-T-Shirt sieht einfach am schönsten aus. Ich glaube, ich habe es euch hauptsächlich von hinten gezeigt, schlau wie ich immer bin. Es ist einfach so mega schön. Und ich habe Bioshock vielleicht 10 Minuten mal irgendwann gespielt. Bei meinem Ex-Freund. Aber es ist so wunderschön. Und das hier habe ich ja gerade nachgeguckt, weil ich das auch nicht kenne. Ich dachte erst, das wäre ein X-Men-Shirt oder so. Ich finde, das sieht so aus. Aber da steht in dem schlauen Heft steht Judge Dredd. Kenne ich leider auch gar nicht, muss ich zugeben. Also diesmal wirklich gar nicht. Aber eine Sache, die ich nicht kenne aus dieser Box. Ich hätte mit mehr gerechnet. Und das Gryffindor-Ding ist der Oberknaller. Und die Box, der Kinogutschein ist auch geil. Die Ermäßigung fürs Kino. Aber diese Box finde ich Oberknaller. Voll geil. Da freue ich mich mega drüber. Ist voll fein. Aber ich will das nicht alles für mich behalten. Das fände ich doof. Würde ich mich schlecht fühlen. Und ich habe gerade überlegt, das Bioshock-T-Shirt kann ich nicht abgeben. Das finde ich so schön. Das kann ich wenigstens zum Schlafen anziehen, oder? Oder ich spiele doch immer Bioshock. Ich weiß nämlich auch gar nicht, warum ich das dann nicht gespielt habe. Also, ich habe es mir einfach nicht selber gekauft. Ist auch halt einfach nicht so mein Ding, ne? Ist halt kein Rollenspiel und kein Fantasy-Kitsch, aber ist nicht so, dass ich es total scheiße gefunden hätte. Aber ich finde das T-Shirt schön. Kann ich wenigstens zum Schlafen anziehen. Mit dem hier kann ich nicht so viel anfangen, auch wenn ich es doch schön finde. Also wenn das jemand haben mag, gerne einfach melden. Und ich dachte mir, verlosen tue ich dann schweren Herzens das Gryffindor-Wappen, weil ich habe ganz viel Harry Potter-Stuff, wie ihr wisst. Und das kann man einfach verschicken. Das ist nicht so viel Arbeit. Und ich dachte, das wollen bestimmt die meisten haben. Also da haben die meisten Interesse dran. Und ich habe mir nämlich vorher überlegt, dass ich für das Gewinnspiel gerne möchte, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wann und natürlich in was für einem Rahmen ihr das letzte Mal was ganz Nettes für wen anderen gemacht habt. Beim Umzug helfen, irgendwelche Kleinigkeiten verschenkt oder so. Ich habe auf meinem Instagram nämlich letztens 2 Storys erzählt von meinem Convention-Tanzprinzen. Und im Video habe ich erzählt von der kleinen Plüsch gehäkelten Eichel, die ich geschenkt gekriegt habe. Und das waren einfach so niedliche, völlig selbstlose Sachen von diesen Leuten, was ich voll überwältigend fand, dass ich dachte, erzählt mir doch mal, ob ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder macht es. Und schreibt es dann. Und dann suche ich mir einfach eine niedliche Story aus. Und derjenige kriegt dann das Gryffindor-Wappen zugeschickt. Da werde ich dann eine Nachricht schreiben. Am besten bei YouTube achtet ihr dann darauf, ob ich auf die Kommentare antworte. Weil ich werde dann natürlich darunter dem Gewinner antworten. Und ich würde sagen, dafür habt ihr eine Woche Zeit. Also bis nach der MagicCon. Ich guck mal über den Handy, weil ich habe keine Daten im Kopf. Weil direkt nach der MagicCon schaffe ich das nicht. Sagen wir mal bis zum 26. Das ist Mittwoch nach der MagicCon. Und dann suche ich mir einen süßen Kommentar aus. Und ich würde mich freuen, wenn da ein paar süße Sachen stehen, über die ich mich mitfreuen kann. Und dann hoffe ich, euch hat gefallen, dass ich diese Box ausgepackt habe. Ich habe mich sehr über diese Box gefreut und über die Möglichkeit, die zu bekommen und über die Sachen da drin, auch wenn ich nicht alles kenne. Und